Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Ich guck mir aber irgendwie. Oh. Das wird Ärger geben. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Wenn das mal nicht kein Fehler ist. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Wieso ist Ihr Fenster kaputt? Ach, das? Da bin ich gestern dran gestoßen, als ich die Möbel verrückte. Der Glaser wollte es zwar heute reparieren kommen, aber er hat mich wohl vergessen. Ja. Damit endet meine Geschichte. Scheiße. Ich werde nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend im Restaurant... Doch, wirst du. Ich hab nur verkackt. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen.
Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Wieso ist Ihr Fenster kaputt? Ach, das? Da bin ich gestern dran gestoßen, als ich die Möbel verrückte. Der Glaser wollte es zwar heute reparieren kommen, aber er hat mich wohl vergessen. What the fuck? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Hallo, ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. Hallo, ich bin Journalist. Professor Koryakin? Ja? Ich bin John Cunningham. Ich hatte Sie angerufen. Ich bin Journalist und arbeite gerade an einem Artikel über die Maya-Religion. Ah, ich hatte Sie schon erwartet, junger Mann. Was sagten Sie noch gleich, für welche Zeitung Sie arbeiten? Ich schreibe für National Geographic. Komisch. Ich kenne diese Zeitschrift gut, aber von diesem Mann habe ich noch nie gehört. Eigenartig. Irgendwie kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht bereits? Ja, das höre ich oft. Ich muss wohl ein Allerweltsgesicht haben, das gibt's ja leider. Tja, dann legen Sie ruhig los. Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir bitte von Quetzaltenan. Gerne. Hierher, ich mache Sie bekannt. Das war knapp. Hier sehen Sie den alten Maya-Gott Quetzaltenan. Die zweiköpfige Schlange. Ein Kopf schaut in unsere Welt, der andere in die andere Welt.
Indem die Maya-Orakel beide Münder öffneten, konnten sie durch die Schlange in die andere Welt blicken. Was muss man tun, damit die Schlange beide Münder öffnet? Natürlich einen Menschen opfern. Denn nur so kann die befreite Seele die Passage öffnen, damit das Orakel durch den Schlangenkanal in die andere Welt blicken kann. Was genau weiß man über diese Orakel? Nicht gerade viel. Sie waren sehr mysteriös. Sie dienten als mystische Verbindung zwischen den Menschen und den übernatürlichen Kräften. Den alten Texten nachzuurteilen, hatten die Orakel seltsame Kräfte. Was für Kräfte besaßen diese Orakel? Es heißt, sie hätten eine übernatürliche Lebenskraft, aufgrund derer das Orakel mehrere hundert Jahre leben kann. Und wie sahen solche Opferzeremonien aus? Nun, schauen Sie her. Dieses Gemälde aus dem 1. Jahrhundert vor Christus zeigt eine solche Opferzeremonie. Das Opfer musste ziemlich lange leiden, denn schließlich sollten die Münder ja so lange wie möglich geöffnet bleiben. Das Opfer erlitt jeweils drei Stiche, wobei mit jedem Stich eine Herzarterie durchtrennt wurde. Wie sah das Opferritual aus? Das Orakel durfte nicht mit dem Blut eines anderen beschmutzt werden. Deswegen wählte es eine Art Vertreter, eine beliebige Person, rein zufällig. Diese Person wurde der Vollstrecker. Das Orakel übernahm vollständig die Kontrolle über den Vollstrecker, den es aus der Ferne manipulierte. Was geschah mit dem Vollstrecker nach dem Ritual? Er wurde verrückt und begann Selbstmord, nachdem er seinen Part erfüllt hatte. Ein Maya-Ritual. Das also war es. Sie sind gar kein Journalist, oder? Wer sind Sie? Ich heiße Lucas Kane. Die Polizei sucht mich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Aber ich war der Vollstrecker. Ein Mörder? Aber unschuldig. Ich stach auf einen völlig Unbekannten ein. Dreimal. In die Arterien. Wie Sie es beschrieben haben. Wollen Sie etwas sagen, dass heute noch ein Maya-Orakel lebt? Sorry. Das ist absolut unmöglich. Haben Sie dieses Symbol schon mal gesehen? Oh, das Symbol Queshnitlans. Die Vollstrecker ritzten es sich in ihre Vorderarme, bevor sie das Opferritual vollstreckten. Oh, es ist wahr. Mein Gott, der Kodex hat recht. Der Kodex? Was meinen Sie damit, Professor? Sie müssen hier weg. In der Zeitung des Wärters ist Ihr Foto abgebildet. Er würde Sie garantiert erkennen. Schnell, verschwinden wir von hier. Dann erzähle ich Ihnen alles. Erst hole ich mir die Karte. Und ich finde es gut, dass er uns glaubt. Aber jetzt eben auch eine Menge Sinn. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Und cool. Nein. Nicht mein Professor.
Aua! Scheiße! Professor! Der Kodex erwähnt die Ankunft eines Kindes, eines Propheten. Die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Das Orakel tötet, um das Kind zu finden. Oh, oh. Oh Gott. Bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders?